Ich glaube nicht, dass Streaming irgendwann den Kinobesuch, den klassischen, ablösen wird, da ich glaube, bestimmte Filme sind halt einfach wirklich am Kino einiges eindrucksvoller. Momentan versuche ich meine Stundenanzahl auf Streaming-Plattformen eigentlich so gering wie möglich zu halten. Oft schaue ich auf das, was Freunde mir empfohlen haben. Oder ich habe irgendwie im Internet oder in der Zeitung was gelesen, was ich mir unbedingt mal anschauen will. Ich verbringe wöchentlich, würde ich so sagen, zwischen 8 und 12 Stunden auf Streaming-Plattformen, je nachdem, ob ich gerade eine Serie habe, die mich wirklich gefesselt hat und dann wirklich jeden Abend mehrere Folgen anschaue. Aktuell befinde ich mich in meinen Semesterferien, deswegen ist es besonders hoch, der Konsum. Ich würde ungefähr schätzen, dass ich aktuell etwa 20 Stunden die Woche streame. Momentan versuche ich meine Stundenanzahl auf Streaming-Plattformen eigentlich so gering wie möglich zu halten. Deswegen sind es derzeit auch nur 2 Stunden. Es waren sicherlich auch schon mal mehr. Ich verbringe tatsächlich sehr viele Stunden auf Streaming-Plattformen. Ich denke mal, wenn ich schätzen müsste, so 3 Stunden pro Tag. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich oft auch Netflix im Hintergrund laufen habe, wenn ich koche oder Wäsche zusammenfalte oder was anderes mache. Und deswegen ist es oft kein aktives Gucken, sondern auch eine Hintergrundberieselung. Was ich als nächstes schaue, hängt meistens davon ab, ob mir irgendetwas in letzter Zeit empfohlen wurde von Freunden oder so. Oder ob ich irgendwas wirklich Interessantes in den Empfehlungen sehe. Oft schaue ich auf das, was Freunde mir empfohlen haben. Oder ich habe irgendwie im Internet oder in der Zeitung was gelesen, was ich mir unbedingt mal anschauen will. Oft ist es auch so ein Trial-and-Error-Ding. Dann fange ich was an, wenn mich das Cover oder die kurze Beschreibung anlacht. Oder ich schaue mir den Trailer zu einem Film auf YouTube vorher an. Und dann manchmal merkt man dann auch nach 10 Minuten so, boah, richtig blöder Film. Ich benutze auch verschiedene Apps, wo ich sehe, wie meine Freunde verschiedene Filme bewerten. Wenn man die Filme auch bewertet, werden einem ja immer weitere Filme bzw. Serien vorgeschlagen und daran orientiere ich mich, bzw. was ich von Freunden aufschnappe, was die mir empfehlen würden oder was ich auch bei Social Media sehe. Mein aktueller Geheimtipp wären 2 Filme. Das ist zum einen Fahrenheit 11/9 und zum anderen The Dilemma with the Social Media. Den Film begeistert mich sehr, dass es extrem interessante Dokumentationen sind, die vor allen Dingen auch jetzt gerade wirklich wichtige Themen besprechen. Also das Social Dilemma, The Dilemma with the Social Media, da geht es vor allen Dingen darum, wie uns die sozialen Medien eben beeinflussen, auf welche Art und Weise und wie man vielleicht das auch in gewisser Weise kontern kann, wenn man halt sich dem bewusst wird. Und zum anderen Fahrenheit 11/9, da geht es halt um vor allen Dingen die Politik und die Demokratie in Amerika in den letzten 4 Jahren. Die 12 Geschworenen oder auf Englisch 12 Angry Men, den habe ich vor kurzem gesehen und ich musste mich tatsächlich dazu durchringen, einen Film von 1954 oder sowas zu sehen. Aber er hat mich wirklich unglaublich fasziniert. Den letzten Film, der mich begeistert hat, er war ein Netflix-Film und der heißt My Octopus Teacher. Was mich an dem Film My Octopus Teacher begeistert hat, war vor allem, dass es eine super kleine Geschichte, also ein kleiner Ausschnitt auf der Welt war, dass irgendwo ein Mann, ich glaube in den USA, wenn ich mich richtig erinnere, der tauchen geht und irgendwann einen Oktopus kennenlernt, seine Höhle findet und da jedes Jahr irgendwie wiederkommt und so eine besondere Beziehung zu diesem Wesen aufbaut, was man irgendwie in unserer Kultur gar nicht so als Tier mit Emotionen und Bindung sieht, sondern Oktopus ist irgendwie so eine verrückte Kreatur, die unter Wasser wohnt. Mein aktueller Geheimtipp ist The Bold Type. Das ist eine Amazon Prime Original Serie. Ich mag diese Serie gerne, weil sie gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl, inspiriert einen aber auch, Dinge auszuprobieren. Es geht viel auch um, was ist die Frau, Feminismus und so weiter. Und die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Eine Serie, die mein Geheimtipp ist, schon seit ein paar Jahren, ist die dänische Serie Rita. Und ich mag die Serie vor allem, weil sie so unaufgeregt ist. Da ist irgendwie nicht besonders viel Action, sondern es geht eher um die Charaktere und deren Entwicklung und deren Probleme.
Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das Heimkino sozusagen das richtige Kino ablösen wird. Und zwar liegt das besonders daran, dass es einfach eine komplett andere Atmosphäre ist, wenn man in einem Kinosaal sitzt mit fremden Leuten. Was eben auch besonders interessant ist bei manchen Filmen, dass man dann eben auch die Reaktion mitbekommt. Ich glaube nicht, dass Streaming irgendwann den Kinobesuch, den klassischen, ablösen wird, da ich glaube, bestimmte Filme sind halt einfach wirklich am Kino einiges eindrucksvoller und die haben einfach einen ganz anderen Effekt, wenn man die wirklich im Kino anschaut. Für mich ist Kino immer noch mal so eine Art Event, wo man wirklich hingeht, wo man eine riesen Leinwand hat, wo man sich dann auch noch Popcorn und Nachos und so gönnt und das zusammen mit Freunden oder Familie macht. Das Streaming zu Hause ist ja eher so ein, für mich so beiläufig. Es ist immer vorhanden und es ist nicht so was Besonderes, wie ins Kino zu gehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass in einer gewissen Art und Weise Streaming-Plattformen den klassischen Kinobesuch ablösen, weil es zum einen den Vorteil hat, dass man natürlich weniger Geld ausgibt, was halt vor allem für Gruppen wie zum Beispiel Studierende mit einem geringen Einkommen sehr positiv ist. Ich glaube nicht, dass das Streaming irgendwann das Kino ablösen wird, weil es beim Kino immer noch diesen sozialen Aspekt gibt, dass man sich mit jemandem verabredet, um ins Kino zu gehen. Dann schaue ich persönlich zum Beispiel auch nicht immer die Filme, die ich unbedingt sehen will, sondern gehe auch auf einen Kompromiss ein und schaue dann was ich mir alleine nicht angeschaut hätte.